aus deiner Erfahrung auch als selbst lange Zeit Freelancer und in Kombination jetzt mit den letzten 3, 4 Jahren, in denen wir eben durchaus große Fans von hybriden Teams sind. Welche Vorteile siehst du denn da? Starte doch mal rein. Ja, das gerade schon angesprochen, die Flexibilität ist natürlich so der Spitzenreiter. Warum Flexibilität? Deutschland hat berechtigterweise ein sehr starkes Arbeitnehmerschutzgesetz. Sprich, habe ich einmal einen Arbeitnehmer eingestellt, dann bin ich relativ lange mit diesem Arbeitnehmer verheiratet, in Anführungszeichen. Ganz anders sieht es bei Freiberuflern aus. Ich kann mir jemanden sehr kurzfristig reinholen, weil Verfügbarkeiten meistens recht gut sind. Auf der anderen Seite, wenn das Projekt dann irgendwo doch mal bisschen ins Stocken gerät, irgendwo die Auftragslage sich nicht so positiv und rosig abzeichnet, dann kann ich auch da schnell nach unten wieder skalieren, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern auch einfach sagen, ja, wir müssen es leider von einem Freiberufler trennen, oder zumindest die Leistungszeiten etwas zurückfahren oder pausieren. Da gibt es einfach deutlich mehr Flexibilität in der Zusammenarbeit. Und auf der anderen Seite kann ich mir aber auch ganz viel Expertise reinholen, was also Vorteil Nummer 2 wäre, sprich, ich habe vielleicht ein Thema, wo ich jetzt, ich möchte eine neue App entwickeln, habe noch nie eine App entwickelt, hol mir da vielleicht besser mal einen Experten rein, der das schon mehrfach gemacht hat. Der kann auch mein Team vielleicht mal mit weiterbilden, mit ausbauen. Das ist nochmal so ein, ja, auch Weiterbildungseffekt für bestehende Mitarbeiter. Aber vor allem mit der Expertise kann ich einfach vermeiden, gewisse Fehler zu machen, die ich vielleicht machen würde, wenn jemand darin arbeiten würde, der nicht so viel Erfahrungsschatz mitbringt. Die beiden in Kombination finde ich extrem stark. Und ein weiterer Punkt, gerade mit der Flexibilität, es hat auch einen Einfluss auf die Kosten. Klar, ein Freiberufler wirkt erstmal relativ teuer. Jetzt ist halt die Frage, was ist eigentlich der Zeithorizont? Wie lange brauche ich denn jemand? Lohnt es sich überhaupt, eine festangestellte Stelle da dafür zu schaffen? Oder ist es so ein Thema, was immer in Spitzenzeiten zu Weihnachten wäre, so ein Klassiker im E-Commerce zum Beispiel auftaucht? Wo ich dann vielleicht da einen Infrastrukturingenieur benötige, um einfach gewisse Dinge entsprechend aufzusetzen und wieder wegzuskalieren. Ja, aber dann vielleicht übers Sommerloch zum Beispiel gar nicht benötigt werden. Also da, klar, entstehen in den Leistungszeiten vielleicht etwas erhöhte Kosten. Die brauche ich aber vielleicht nicht das ganze Jahr. Also kann man da jetzt auch als bestes Kostenspiel betrachten, wo ich einfach die Kosten genau dann schaffen kann, wenn halt auch der Umsatz entsprechend ist oder die Kosten auch entsprechend wieder zurückfahren. Da hat man auch gewisse Flexibilität. Und zu guter Letzt einfach Innovation, frischer Wind, neue Gedanken. Freiberufler geht in der Regel von Projekt zu Projekt, sprich, er hat immer einen großen Erfahrungsschatz, den er mitbringt. Vielleicht minimal, bei mir waren es immer so, was ich, 90% konnte ich mitbringen, 10% musste ich mir projektspezifisch aneignen. Diese 10% konnte ich aber auch zum nächsten Projekt wieder mitnehmen. Also man lernt ja immer mit neuen Technologien umzugehen, auch als Freiberufler. Man kann so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken und man köchelt auch nicht schon seit Jahren in der Konzernsuppe, wie ich das mal bezeichnen würde, sondern ja, hat nochmal einfach einen ganz anderen Blick auf die aktuelle Situation und Ausgangslage. Und kann sich das auch, glaube ich, bewusst zu nutzen machen. Man muss den Freiberufler schon auch dazu einladen, das zu tun, weil letztendlich ist er einfach ein Dienstleister und möchte es natürlich nicht extreme Kritik üben an dem, was der Kunde da gerade aktuell tut. Zumindest würde das so in meiner Welt zum guten Ton gehören. Kunde ist König, an der Stelle, genau. Aber ich glaube, wenn man sich dessen bewusst wird und einfach Expertise und Innovation aktiv einfordert, kann da auch ein Freiberufler ganz, ganz viel leisten, weil die ja selbst sehr unternehmerisch denkend sind. Sprich, wenn die dann auch nochmal verstehen, wie ist eigentlich das Geschäftsmodell da dahinter, was ist der Sinn und Zweck des Ganzen, was möchte erreicht werden, damit dann, ja, kann man da, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen über die fachliche Expertise hinaus ganz gut Wissen und Innovation mit abgreifen. Das wären jetzt mal so meine Top 4, die ich so zu den Vorteilen von Freelancern im IT-Bereich nennen würde. Ja, nice. Ich versuche einmal ganz, ganz kurz die Punkte zusammenfassen. Das kannst du dann vielleicht auch bei den Herausforderungen nachher von mir machen. Auf der einen Seite Flexibilität. Ich kann sehr schnell Leute rein und rausholen, wie ich es brauche. Das Thema Expertise, Know-how und Innovation, dass ich mir also von außen extrem gutes, schnelles Know-how reinholen kann, das mich und mein Team und mein Unternehmen weiterentwickelt. Und wenn ich sinnvoll gestalte, das Thema Kosten, dass für mich eben sehr genau planbare Kosten sind, die auch nur dann anfallen, wenn ich die Leute wirklich da habe.